Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Ja, Halloween steht vor der Tür und ja, dementsprechend habe ich mir gedacht, wir basteln einfach mal ein One-Sheet-Mini-Album und zwar gleich passend zum Thema Halloween. Das Ganze schaut dann im Endeffekt so aus. Das Ganze hier dient als Verschluss. Den kann man dann einfach einmal runternehmen und dann können wir das Ganze einmal so aufklappen. Ich lege es mal hier runter, dann seht ihr das besser. Ich hoffe mal, die Kamera fokussiert jetzt auch. Ja, so. Dann können wir es einmal so aufklappen, dann können wir das Ganze einmal nach oben und einmal nach unten aufklappen. Dann können wir das Ganze hier auch einmal nach unten und einmal nach oben. Einmal nach rechts, noch einmal nach rechts und noch einmal nach oben. Ja, hier oben habt ihr dann noch so kleine Täschchen, wo ihr irgendwas reinlegen könnt. Und ja, wie das Ganze genau funktioniert, wie ich das Ganze gemacht habe, das zeige ich euch jetzt, ihr Lieben. Bis gleich. So, ihr Lieben, wir fangen direkt an. Ich habe mir das Ganze schon mal hier hingelegt, wie ihr seht. Und zwar müssen wir jetzt die erste Falz bei 3,5 Inch ziehen. Wir sehen hier 3,5. So, Falz Nummer 1. Könnt das auch gerne mehrfach durchziehen. So, dann kommt die nächste Falz bei 3 5 Achtel, das ist direkt eine Falzlinie daneben. Auch wieder schön durchziehen. Dann geht es weiter bei 7 1 Achtel. Und die nächste Falz ist dann bei 7 1 Viertel. Das ist auch wieder eins direkt daneben, eine Linie. Und unsere letzte Falz für die Seite ist bei 10 3 Viertel. Bevor wir jetzt die andere Seite falzen, nehme ich mir jetzt meine Schere und schneide uns schon mal das Stückchen hier herunter. Es gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten, wo ihr das dran lassen könnt, aber für die Variante, die ich jetzt mit euch machen möchte, schneiden wir das einfach ab. Mache ich mal geschwind. Und wichtig ist das Stückchen aufheben, weil das brauchen wir nachher noch. Weil wir wollen ja nicht zu viel verschwenden. Dementsprechend heben wir uns das Ganze auf und legen uns das einfach mal an die Seite. So, und wenn wir das haben, drehen wir unser Blatt so rum und legen das Ganze wieder schön an und fangen wieder an zu falzen. Und zwar wieder so, wie wir gerade eben schon gefalzt haben, also sprich die erste Linie bei 3,5 Inch. So, einmal und die nächste wieder direkt daneben, also bei 3, 5 Achtel. So, und dann wieder die nächste bei 7, 1 Achtel. Kurz gucken, da ist er. Und wieder bei 7, 1 Viertel. Einmal daneben. Und die letzte Falz machen wir dann wieder bei 10, 3 Viertel. Können wir das kurz zur Seite legen und jetzt geht es ans Schneiden, ihr Lieben. Und zwar schneiden wir uns jetzt die Teile hier einmal komplett heraus, also die und die Linie. Deswegen drehe ich mir das jetzt einfach mal herum. Und am besten, ihr schneidet auch immer ein bisschen, ich hoffe mal, man sieht es in der Kamera, direkt neben der Falzlinie, damit das Ganze nicht zu eng wird. Also so, dass wir die Falz wirklich komplett herausschneiden.
Ihr könnt im Nachhinein noch ein bisschen korrigieren, wenn ihr beim Falten nachher merkt, dass ihr zu wenig weggeschnitten habt. Kein Problem, aber es ist einfach, wenn man es gleich macht. So. Und hier neben natürlich auch. Schön wegschneiden das Ganze. Dann hier innen drinnen natürlich auch. Zack. Einmal, das kommt weg, das brauchen wir nicht mehr. Und hier auf der Seite das Gleiche. Schön neben der Falz das Ganze wegschneiden. So. Wenn ihr es gegen das Licht haltet, dann seht ihr das auch am besten. Bin jetzt glaube ich auch ein kleines bisschen verrutscht durch die Kamera. Aber das ist jetzt halb so tragisch. Im Notfall korrigieren wir das nachher einfach. So. Da auch wieder schön wegschneiden. So, dann haben wir die beiden hier schon mal raus. So, jetzt schneiden wir uns die Linie hier komplett raus. Sprich, ich drehe es mir so rum und schneide mir wieder das Ganze weg. Ist natürlich, wenn ihr eine größere Schere habt, ein bisschen einfacher bzw. schneller. Aber es geht auch mit so einer normalen kleinen Haushaltsschere. So. Und wieder schön rausschneiden. So, und das letzte, was wir rausschneiden, ist hier unten. Auch wieder schön bis zur oberen Linie. Und wichtig wirklich, dass ihr neben den Linien, sonst tut ihr euch beim Falzen einfach nachher zu schwer. Oder ihr müsst halt zu viel korrigieren. Und weg damit. So. Jetzt schaut das Ganze so aus, wie ihr seht. Und dann können wir auch schon anfangen mit dem Falzen. So. Und zwar fangen wir an, dass wir die Linie hier rüber falzen. So. Einmal. Dann haben wir unseren ersten Klappmechanismus schon. Das wird auch einfach gefalzt. Das kleben wir nachher noch. Und fürs erste langt es, wenn ihr das einmal so falzt. Das können wir kurz umdrehen und bei allen drei gleich machen. So, dann haben wir das schon mal. Dann geht es weiter mit dem hier falzen. Und zwar brauchen wir jetzt hier auf diese, müssen wir jetzt diese zweite Falzlinie erwischen. Ich drehe das mal so rum, dann ist es ein bisschen einfacher. So, so dass das Ganze nämlich hier schön anliegt. So. Ja, hier seht ihr, das ist jetzt nicht das beste Papier, was ich genommen habe von der Qualität her. Aber es geht natürlich trotzdem. So, dann können wir, machen mit der Linie weiter. So, legen wir jetzt auch wieder schön an. Und falzen das Ganze schön. Ihr könnt auch ruhig beide Falzlinien falzen. Ja, jetzt seht ihr, wie gesagt, die Papierqualität ist in dem Fall jetzt nicht das Beste, was ich habe, aber es ist auch nicht so tragisch. So, und dann falzen wir uns das hier so. So, ja, der Cardstock verliert hier leider relativ viel Farbe beim Falzen.
So, dann seht ihr, klappt das schon mal schön übereinander. So, jetzt brauchen wir, machen wir mal die hier. Schön nach innen falten. Wobei ich muss sagen, dafür, dass das Ganze ja ein Halloween werden soll, ist das jetzt gar nicht mehr so tragisch, weil da passt das ja sogar irgendwo dazu. Die müssen wir nochmal nachziehen schön. So. Und dann falten wir das Ganze hier wieder zusammen. So. Und zum Schluss klappen wir das Ganze einmal so herüber. Und unsere letzte Seite so rum. So. Und dann haben wir den ganzen Klappenmechanismus an und für sich schon fertig. So. Das heißt, wir müssen dann jetzt einfach nur noch Motivpapier aufkleben. Ihr könnt das natürlich auch so rum lieber machen, wenn ihr das möchtet. Oder ihr könnt jetzt rein theoretisch auch zum Beispiel so hier falten. So, also das funktioniert, wie ihr das Ganze haben möchtet. So, seht. So, und jetzt brauchen wir kurz einen Stift. Den werden wir wahrscheinlich nicht sehen hier. Gucken, können wir kurz einen Bleistift erwischen. Entschuldigung, jetzt bin ich kurz voll in die Kamera rein. So, bevor wir das ganze Motivpapier machen, werde ich mir jetzt kurz was markieren, weil ich möchte nachher mit diesen Magneten arbeiten, wo jetzt schon die ganzen Klammern dranhängen. So. So, und damit die Magneten aber nachher nicht mehr sehen soll, werde ich mir jetzt markieren, wo die Magneten hinkommen. Ihr könnt vorher, bevor ihr das Ganze klebt, einfach mal zwei Magnete nehmen, um zu testen, ob die stark genug für das Papier sind, was ihr machen möchtet. Und zwar machen wir das dann einfach, indem wir uns jetzt zwei Stück nehmen. So. Und ich lege mir den einen Magneten zum Testen einfach mal hier mitten rein. Und den anderen oben drauf. Und dann seht ihr, es wäre jetzt in dem Fall zu dick, weil wir jetzt hier zig Schichten Papier dazwischen haben. Und dementsprechend testen wir jetzt einfach, wo wir den Magneten setzen müssen. So, und ihr seht, da würde es jetzt schon halten, aber noch nicht perfekt. So, und dementsprechend verstecken wir den zweiten Magneten hier innen drinnen. Und dann seht ihr, dann hält das Ganze nämlich schon. So. Was heißt das jetzt für uns? Jetzt gucken wir, dass wir die Magneten festhalten, sodass die nicht rausrutschen. So. Und dann können wir nämlich diese hier schon mal ankleben. So. Ich fange jetzt einfach mit dem hier an und klebe mir den schon mal hier drauf. So. Das Ganze müsst ihr dann natürlich im Nachhinein noch gut trocknen lassen. Und jetzt sieht man, okay, der Magnet muss hier in etwa hinkommen. Das heißt, wir klappen uns das jetzt einfach mal kurz so hoch, sodass man ungefähr sieht, wo der Magnet sein soll. So. Ihr seht, so klebt das gut aneinander. Und dann kann ich hier mir jetzt auf dem Magnet, auf der Seite hier, den Kleber drauf machen.
und klappe das Ganze jetzt einfach zusammen. Und so lassen wir das Ganze dann jetzt einfach mal trocknen. Am besten ihr legt euch noch irgendwas Schweres drauf zum Beschweren, dass das Ganze schon mal gut klebt, die Magneten. Und in der Zeit, wo wir das Ganze trocknen lassen, können wir anfangen, uns das mal Motivpapier zurechtschneiden. Nicht so. Die ganzen haben ein Maß von, ich zeige es euch jetzt mal mit Lineal. Ihr könnt es nämlich hier schon mal sehen, wenn wir das hier so anlegen, hat das ganze Papier so eine Länge von 9 cm etwa. Da ich aber möchte, dass so ein kleiner Rand übrig bleibt, werde ich das Ganze auf 8,5 machen. Und dann haben wir nämlich überall so einen kleinen süßen Rand stehen. Und ja, ich werde das Ganze jetzt schon mal trocknen lassen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das ganze Motivpapier kleben. Also bis gleich. So, ihr Lieben, es geht weiter, wie ihr seht. Und zwar habe ich mir das Motivpapier zurechtgeschnitten. Ich habe es jetzt einfach nochmal die Maße aufgeschrieben für euch, damit ihr das besser sehen könnt oder euch notieren könnt oder wie auch immer. Beziehungsweise ich werde es euch ja unten in die Infobox nochmal reinschreiben. Und zwar brauchen wir 15 mal 3/8 Inch. Also sind alle gleich, Quadrate. Das brauchen wir 15 mal. So, beziehungsweise ihr könnt es euch gleich 18 mal schneiden, denn wir brauchen dann nachher nochmal 3 mal diese Sachen. Und diese habe ich mir jetzt einfach geteilt. Also die gehören, wenn man das so zusammennimmt, haben wir genau diese 3 3/8 Inch. Und die schneiden wir uns dann einfach nochmal bei 2 3/8. Weil wir haben ja hier diese Taschen. Und dementsprechend brauchen wir da natürlich ein bisschen andere Maße. Ja, wenn ihr das Ganze habt, macht ihr entweder Kleber oder doppelseitiges Klebeband. Ich nehme da normalerweise auch mein Tombow dafür, bloß da der leer geworden ist und ich mir jetzt erst neu bestellt habe, habe ich jetzt dieses Mal ja, das doppelseitige Klebeband benutzt und das Ganze müsst ihr dann einfach nur noch so aufkleben, wie ihr das Ganze möchtet und verzieren. Ja, damit das Video nicht zu lange wird, mache ich das jetzt einfach mal geschwind für mich und ich zeige es euch dann gleich das Endergebnis. Bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder und ihr seht, ich habe das Motivpapier schon mal geklebt und was ich vorher natürlich vergessen habe, sind diese Laschen hier, dass wir die einfach nur nach unten klappen, beziehungsweise hier an den Seiten kleben. Ihr seht, die eine Seite klebt auch noch nicht richtig, die muss ich nachher mal kleben. Und da könnt ihr dann einfach euch irgendwelche Tags oder sonst was rausschneiden und das Ganze dann einfach noch so reinschieben, je nachdem, wie ihr möchtet. Dafür haben wir diese kleinen Täschchen. So, und jetzt kann es natürlich sein, dass je nachdem, was für dickes Papier ihr genommen habt, meins ist jetzt auch relativ dick, wie ihr seht, das hat mit dem Magneten nicht ganz so funktioniert. Dementsprechend arbeite ich bei so Sachen immer noch mit einer, in Anführungszeichen, B-Variante. Und zwar hatten wir vorher so ein langes schwarzes Stück übrig, wo ich gesagt habe, nicht schmeißen, das brauchen wir nachher noch. Und zwar sieht das nämlich jetzt so aus. Ich zeige euch gleich, was ich einfach gemacht habe. So, jetzt klappen wir das Ganze erstmal so zusammen, wie ihr das möchtet. Das könnt ihr so klappen, wie es einfach bei euch am besten liegt. Das könnt ihr einfach so ausprobieren. Ich muss jetzt einfach mal so rum. Jetzt habe ich hier das Kaffer, habe ich auch schon fertig. Und jetzt habe ich mir einfach, ich nehme das mal mit anhand von dem Stück hier, das schwarze Papier genommen von vorher und habe mir das einfach so drumherum geklebt, also gelegt und dann festgeklebt. So, es war natürlich länger wie das hier, so dass es einmal komplett abschließt. Und dann sieht das Ganze so aus. Und dann habe ich mir das Ganze einfach nur noch ein bisschen Motivpapier draufgeklebt. Und dann könnt ihr das Ganze nämlich einfach das Büchlein nehmen. So. Und hier reinstecken. So. Und schon hält das Ganze dann auch ohne Magneten. Ja, das Sache mit den Magneten ist halt immer ein bisschen schwierig, je nachdem, wie dickes Papier ihr nehmt. Wenn ihr dünnes habt, dann funktioniert das problemlos. Bei dickerem kann es passieren, dass es nicht so gut hält, das Ganze. Und ja, so sieht das ganze Ergebnis dann im Endeffekt auf.
Dann könnt ihr das Ganze einfach runternehmen und schon kann man das Ganze so aufklappen, wie man das Ganze haben möchte. Oben haben wir unsere Laschen. Mal nach oben, nach unten und einmal seitlich. Kamerafokus muss ich mir jetzt erst noch ein bisschen gewöhnen. Ich habe mich jetzt heute mal eine andere Kameraeinstellung ja, ausprobiert. Ich hoffe, es war zwischendurch nicht zu sehr verschwommen. Und ja, ihr Lieben, das war es dann eigentlich auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ja, wenn noch Fragen sind, dann schreibt mir die auch einfach unten in die Kommentarbox rein. Und ansonsten würde ich sagen, hören und sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ja, wie immer würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben oder ein Abo von euch freuen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi!